Es geht weiter mit The Forest. Wir haben ja eigentlich gesagt, wir hüpfen nochmal straight in das Loch rein. Aber Tobi meint, es macht nicht so viel Sinn. Und, oh Gott, ist der Wind laut! Ist der Wind bei dir auch so laut? Nein. Oh, bei mir ist der übelst laut. Okay, es macht nicht so viel Sinn, aber er hat rausgefunden, dass es da unten 4 Eingänge gibt. Und das heißt, wir wollen da auf jeden Fall noch rein, müssen uns aber irgendwie einen anderen Weg suchen. Willst du mal kurz von der Karte erzählen, was man da alles sieht und so? Ja, auf der Karte im Internet, auf der Seite theforestmap.com, hast du halt die ganzen Abstürze von den vom Flugzeug, wo du halt, also quasi mögliche Spawnpunkte am Anfang, dann die ganzen Höhleneingänge von den auf der Karte verstreuten Höhlen, die du noch freispringen musst, kannst, diverse Schiffe und dann halt auch hier auch die ganzen großen Camps. Ja. Sieht man und da auch, wo die Leute sind? Nee, oder? Die Passengers? Nee, aber du hast halt das Cockpit drauf, also ja, wie gesagt, so, wo die Leute sind, ich denke, das ist, weiß nicht, ich schätze mal, dass die in den Höhlen irgendwo sind, dass die gar nicht hier drauf sind auf der Karte. Ja. Ja, dann lass uns doch mal eine Runde schlafen, damit es wieder Tag wird. Und dann lass uns doch einfach mal laut deiner Karte zu irgendeinem Camp latschen, was du dann meinst. Na, dieses Filmcrew Camp. Ja gut, okay. So würde ich gerne mal hin. Dann laufen wir zum Filmcrew-Camp. Warum ist der Wind so laut? Warte mal, ich muss erstmal meine Optionen irgendwie ändern. Ich geh mich mal kurz orientieren, ey. Ja, geh dich mal orientieren. Wie speichert der das jetzt? Einfach? Ist das jetzt gespeichert? Hast du noch Holz? Stöcke, ja. Ich kann das anmachen. So, schaut mal, jetzt ist es viel leiser. Hoffentlich ist es jetzt nicht zu leise für euch. Aber ich glaube nicht. Hier draußen hängen aber auch noch Essen zum Sachen, Sachen zum Essen. So rum. Ja, du hast ja gerade hier gesprungen. Ja. Hier ist jetzt so ein Wasserfall und da hinten ist das Cockpit, glaube ich, ne? Test. So, Survival Guide. Wo wollen wir denn? Ja, wir müssen erstmal gucken. Ich muss mal das Cockpit finden. Aber das Cockpit ist, glaube ich, hier runterwärts, ne? Ich habe keine Ahnung, ich war da zwar schon mal, aber ja. Du weißt doch, ich und Orientierung ist halt echt übel, ne? Weil hier ist nämlich dieser Wasserfall. Ja. Sind wir da hinten, ist das Cockpit. Ich sehe dein Nameplate schon wieder gar nicht, ich weiß überhaupt nicht. Ich bin doch hinter dir, Mann. Achso, gut, alles klar. Er ist doch hinter mir, Mann. Herrgott nochmal. Er ist doch hinter... Oh, dann jumpt er einfach los, ey. Ich will nur das Cockpit finden, mehr will ich nicht. Da ist die Flare Gun drin, gell? Ja, das ist aber eigentlich erstmal uninteressant. Das brauche ich nicht. Hey, komm, damit habe ich Kannibalen getötet. Denk dran, die sind auch an, ne? Ja, ja. Gut. Der jumpt einfach los. Muss mal ein bisschen rennen, damit wir hinter dem herkommen. Ey. Jetzt bleibt er einfach stehen. Ich habe auch einen Kompass.
Ja, es hilft ja nichts, wenn ich nicht weiß, in welche Richtung das haben ist. Ich muss dieses. Da ist das Cockpit, ah, alles klar. So. Auf der Karte gucken. Da ist das Cockpit, ist das der Wasserfall? Okay, ich weiß Bescheid. Willst du das Cockpit rein, oder? Nee, ich wollte nur wissen, wo das ist, damit ich, Ja, da ist weil es. ich war mir gar nicht sicher, auf welcher Seite von den beiden Wasserfällen dein Camp ist. Weil an dem Loch gibt es zwei Wasserfälle. Okay. Wir Ach können noch ein so, paar und Schritte jetzt jumpst zurück du wieder jetzt. zurück. Okay, Ja. alles klar. Wir wollten nur uns orientieren, alles klar. Wo ist denn mein ganzes Seil in Gottes Namen? Weiß ich nicht. Ja, Also ich habe verrückt. noch zwei. Ich mach mal schnell eins. Hast ja jetzt genug Stoff gesammelt, gell? Rennst du ja, ne? Ja. Wieso machst du das? Was nicht, weil mir der Weg zu lang ist. Eigentlich ist es ja ungünstig, aber gut. Wieso? Naja, wenn dann die Kannibalen kommen, hat der Typ keine Ja, Energie mehr die und. füllt sich doch mega schnell wieder auf, ey. Okay. Ist da noch was? Hilfe, Kannibal! Bones. Mein Gott, ey. Was ist denn los mit dir? Hey, nicht meine Mauer kaputt hauen. Ja. Hau noch mal drauf, ey. Ich repariere die Mauer. So. Ja, nee, ist gut. Jetzt. Unabbrechlich. Ja, dann können wir ja jetzt los. Warte mal. Ich warte. So. Krass, Mann. Irgendwo auf dieser Seite von. Also, wenn wir jetzt hier weitergehen, müsste ein großer Felsen kommen, glaube ich. Okay. Oder ist das der Baum? Ich weiß es nicht. Also, ja, ob das dieser große Baum halt ist, ich weiß halt nicht, wie die den darstellen. Das ist das Problem. Könnte aber auch das hier sein. Ich weiß es nicht. Doch, wir gehen einfach mal auf. Wenn wir jetzt hier einfach geradeaus müssten wir dann in das zu dem Camp kommen eigentlich normalerweise. Ja, dann go. Weiß nicht, waren wir da nicht gestern schon, ey? Ja, ist es nicht das Camp, wo wir so lange auf den Dächern gestanden haben? Ich weiß es nicht, ey. Weil normalerweise ist da diese Special-Axt, diese Feuerwehr-Axt oder was das da ist. Die steckt da mitten, also direkt in der Mitte in so einem Baum drinne. Dachte, keine Ahnung, ey. Ja, wir gehen einfach nochmal, also oder gehen jetzt dahin und dann werden wir es ja sehen. Hier sind noch Wege, ich weiß nicht, ob wir, was diese Wege zu bedeuten haben, ey. Keine Ahnung. Also so Art Wege. So, das ist auf jeden Fall ein Camp. Ja, aber nicht das, was ich suche, glaube ich. Gibt's hier auch was Interessantes? Sieht nicht so aus, ne? Ja, Seil habe ich nochmal mitgenommen, eins, aber mehr konnte ich nicht tragen. Dann kann ich da auch noch eins tragen. Das ist doch nett. Wie liegt so da?
Komm, wir sammeln mal eine Soda ein. Medizin? Hast du welche? Nee, bräuchte ich meine Flasche. Medizin? Ja, liegt hier. Oh, Kannibalen, ganz schön viele! Boah! Ich brauche ein Dach, ich brauche ein Dach, ich brauche ein Dach. Komm schon. Okay, ich habe ein Dach. Warum kommen die bei mir eigentlich immer hoch, oder? Ja, das ist eine gute Frage, ich weiß nicht. Jetzt bin ich runtergefallen. Ich hab's gesehen. Ich brauch leider nichts zum Werfen, ey. Guck dir das an, bei mir kommen die hoch. Das gibt's doch gar nicht. Aber den einen mit den vielen Armen, den habe ich ganz schön gelatzt, Alter. Er ist zwar nicht tot, aber... Ich würde jetzt mal Speer werfen, aber... Also ich kann ganze zwei Molotovs craften. Das ist doch gut. Na, ich nutze mal die Gelegenheit und guck mal, wo wir gerade sind, ey. Alter, der ist schon wieder hier oben. Willst du mich verarschen? Der tötet mich, Tobi. Tobi, er tötet mich wirklich. Ja, ich kommt auch gerade einer hoch. Also ich weiß nicht. Ich sehe schon alles grau und hab Blut vor mir. Okay, erstmal Medizin gesnackt. Jetzt geht's wieder. Wahnsinn. Warum kommen die denn nur hier hoch, ey? Hey, zünd das an. So, wo seid ihr, kriegen Mistviecher? Getroffen. Einer brennt. Okay, wir müssten dann ein Stückchen weiter rechts laufen. Also wenn wir jetzt hier... Wenn wir so ja, zwei auf einmal. Was? Guck mal in die Richtung hier, geradeaus. Da, wo ich auch mal gucke. Ja. Da müssten wir ein bisschen weiter rechts laufen. Quasi in die Richtung. Da diese Senke runter. Okay. Ich bräuchte unbedingt mal einen Fluss, wo ich mich waschen kann. Ja, weil ich bin covered in Blood. Und ich habe keine Lust, mich zu infizieren. Hat noch da Zeit. Unten liegt noch eine Flasche. Oh, wenn ich an die da dran käme. Der Typ steht halt gerade direkt vor mir. Du bist ja schon wieder unten. Ja. Komm her. Komm. Tot. Noch einmal draufschlagen, damit er auch bloß nicht wieder aufsteht. Ich stehe noch mal kurz da hoch. Wenn ich den Baum fälle, wo du drauf sitzt, du... So, ich habe noch ein Fläschchen gerippt. Machen wir uns noch Monotop. Ist hier gerade irgendwas in der Nähe? Da hinten ist noch einer. Da, wo Tobi am Kämpfen ist. Oh Gott, hier hüpfen so viele rum. Da hinten sind auch noch mal drei Stück. Wo sind wir hier nur wieder hingeraten? Da kommen sie. Krass. Ah!
Ja, nix. Alles super. Ruhig bleiben, hast du gesagt. Ich bleibe ruhig. Ich bleibe ruhig. Ich falle als wieder von dem Dach runter. Aber ich bleibe ruhig. Okay. Guck mal, da tingelt einer bei dir auf dem Dach rum. Ich würde ja gerne den mit den vielen Armen erwischen. Wo ist denn der? Keine Ahnung, ich sehe gerade nur zwei Stück. Also irgendeiner muss noch unten im Zelt sein. Das hört sich wieder so an, als würde er die ganze Zeit vor die Wand laufen. Da ist einer. Da ist der mit den vielen Armen, Alter. Aber er bleibt nicht stehen, damit ich den mal treffen kann. Jetzt ist er wieder unter mir im Zelt. Ich glaube, das ist der, der ständig vor die Wand läuft. Der ist tot. Der mit den vielen Armen? Nein, der in deinem Zelt. Da ist der mit den vielen Armen. Ja, er brennt. Aber das bisschen Feuer wird ihn nicht töten. Doch. Ja, cool. Da fliegt ein Bein. Tobi nimmt das Vieh einfach komplett auseinander. Da rollt ein Kopf. Dann holen wir weiter. Jo. Wir tingeln weiter. Bevor jetzt hier noch was kommt. Wir müssen eigentlich mal in die Richtung gehen, ja. Ja, dann tun wir das auch. Ich bin so überlegen, ob wir nicht vielleicht sogar mal in so eine Höhle reingehen sollten, um vielleicht Kletterausrüstung zu finden, wenn es die in dem Spiel gibt, ey, keine Ahnung. Die gibt es bestimmt. Ja, könnten wir tun. Aber ich fände es ja wichtig, wenn wir vorher uns wieder Rüstung zusammeneiern. Hast du noch Rüstung? Nee, aber dann sollten wir ja richtige basteln und nicht diese Lizard-Scheiße da. Ja, dann Bringt da. brauchen wir Knochen. Verdammt viele Knochen. Das heißt eigentlich wieder zurückgehen und die ganzen Körper verbrennen. Ja, ich glaube, wir gehen immer ein Stückchen weiter. Wir können immer die gleichen Teile einsammeln. Ja. Sollen ja nicht die letzten sein, die hier auf uns zukommen. Nee, definitiv nicht. Oh, ein Lizard, schnapp ihn dir. Sehr gut. Oh, vor mir. Drei Stück. Ja, lass sie erstmal ein bisschen vor sich hin schreien. Ja, die sind schon direkt vor mir. Los, komm mal runter. Wo bist du denn? Einfach runtergelaufen da, geradeaus. Wie sitzt einer? Ah, der ist wieder sitzen. Hallo. Tobi weiß einfach immer Rat. Ja, mein Gott, Mädchen, der laufen können sie auch nicht. Ist Da halt ist ein so. Teich. Ich hüpfe da mal kurz rein und hoffe, dass ich mein Blut abwaschen kann, ja? Ja, tu dies. Ich habe nämlich keinen Bock, da zu sterben, nur. Alter, der ist nicht tief genug. Nope. Nein, er ist nicht tief genug. Psst.
Jetzt sind wir wieder hier unten. Also, du gehst mal kurz hier rüber. Und dann guck ich noch auf die Karte. Ist klar. Dann lass uns da drinne doch auch direkt mal wieder abspeichern, oder? Ja, können wir tun. Genau, ist da in dem Haus eigentlich noch irgendwas drin, was wir gebrauchen könnten? Nein, natürlich Weiß nicht. nicht, wollte einfach nur speichern. Ja, aber hier ist tatsächlich gar nichts mehr drin. Gut, speichern wir mal ab. Wir tingeln. Wie tingeln? Warum sage ich denn als tingeln? Naja, wir gehen auf jeden Fall gleich weiter auf der Suche nach diesem tollen Camp. Es erweist sich doch etwas als schwierig. Irgendwie laufen wir die ganze Zeit nur im Kreis. Aber na gut, Nee. so. Nein, wir laufen nicht im Kreis. Okay, aber wir finden das Camp auf jeden Fall noch. Ich schalte euch gleich wieder dazu. Bis dahin, ciao.